Da sind wir wieder im Stadion. Herzlich willkommen, sagen Manni Breukmann und Frank Buschmann unter ganz speziellen Bedingungen. Boah, also das habe ich selten erlebt, Manni. Heieiei, ist das kalt. Also und so richtig viel sehen kann man auch nicht bei dem Schneefall. Und zwischendurch sollten wir uns ein Teechen gönnen. Frank, deine Meinung zum FC Schalke 04? Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel und das heißt Meister. Und jetzt starten sie ihren Konter. Den haben sie gut eingestellt, den Konter, aber perdu. So sieht ein Pass aus. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Und jetzt! Da wird Handspiel gepfiffen. Ich hoffe, du hast die Anführungszeichen gehört. Ja, aber das muss doch nicht sein. Eine völlig unnötige Aktion. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Und Einwurf. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ja, so eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Und nun Jefferson Fafan. Der Pass kommt an. Gutes, schnelles Passspiel. Uchida. Kießling. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Und das macht er richtig gut. Ein wunderschönes Zuspiel. Die Abwehr steht goldrichtig. Dieser Ball verhungert leider. Ein herrlicher Pass. Und gut abgeblockt. Sicher in der Ballbehandlung. Also bei diesen Bedingungen eine Grätsche, das würde ich mir aber zweimal überlegen. Hünteler. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Castro. Und die Schalker holen sich den Ball. Lars Bender. Simon Rolfes. Findet seinen Mitspieler, Simon Rolfes. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Simon Rolfes. Ja, so kann es weitergehen. Den bringt er nicht an den Mann. Castro. Lars Bender. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Sehr gute Kombinationen. Jetzt fehlt nur noch die entscheidende Lücke. Hövedes. Uchida. Hünteler. Und der kommt genau an. Kießling. Man weiß es ja vorher nie so gut. Das muss es sein! Und Achtung, genau hingeschaut. Sehr schön, aber jetzt muss das Ding nach vorne. Kießling.
Ein Versuch der Balleroberung. Da freut sich der Trainer. Castro. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Ein sehr schöner Pass. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Wunderbar herausgespielt. Geht er rein? Und der Angriff ist erstmal gestoppt. Das sieht gut aus. Stark gemacht. Jawohl, abgefangen. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Hünteler. So sieht ein Pass aus. Sauber geklärt. 0:0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Die sind wirklich gleichwertig in dieser ersten Halbzeit, Buschi. Schlicht und ergreifend, Manni, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Und jetzt beginnt die zweite Halbzeit, Buschi. Ich hoffe, es gibt noch Steigerungspotenzial. Ja, und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Das war viel zu wenig hier in der ersten Hälfte, da muss jetzt mehr kommen. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Und der Trainer hat gesagt, führ schnell aus. Simon Rolfes. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Kiesling, Achtung! Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Castro. Ah, über die Flügel, da soll jetzt mehr kommen. Super gespielt, aber schön mit dem Kopf. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Hünteler. Gut abgefangen hat er da den Ball. Und das macht er richtig gut. Und der Steilpass, er kommt nicht an. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Schöne Aktion. Lars Bender. Castro! Toll gemacht. Castro. Ein wunderschönes Zuspiel. Und der Abwehrspieler ist genau zur Stelle bei dieser Flanke. Uchida. Er erkämpft sich den Ball zurück. Und das ist Einsatz pur. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Ja, der Trainer bringt noch mal einen frischen Spieler. Sicher in der Ballbehandlung.
Und der Abwehrspieler bereinigt die Situation, allerdings auf Kosten eines Einwurfs. Und der Spieler auf die Außenposition. Blitzschnell nach vorne gegangen, auf der Außenbahn und dann ist der Ball wieder weg. Castro. Was lehrt uns die Ballbesitzstatistik? Jesse. Hüntelaar. Und so bereinigt man eine solche Situation. Ganz schwacher Pass. Ziemlich kranker Pass. Kießling. Ja, da kommt was auf uns zu. Kopfballchance. Den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Ja, so kann es weitergehen. Ball im Aus, gibt Einwurf. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Klasse Zuspiel. Schön verteidigt. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Lars Bender. Castro. Achtung! Und er versucht's mit dem Kopf. Raphael. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und der kommt genau an. Ja, da hat er sich exzellent durchgesetzt. Und Achtung, der könnte passen. Der geht vorbei. Und das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Ja, wenn das Ding reingegangen wäre. Schauen Sie sich die Reaktionen an, da draußen an der Linie. Sie wollen jetzt das Führungstor, ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Uchida. Da freut sich der Trainer. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ja klar, dass das ärgerlich ist. Das war die Möglichkeit, hier den Sack zuzumachen. Ein sehr schöner Pass. Lars Bender. Und nun Jefferson Fafan. Jetzt zieht er ab. Unentschieden steht es nach den 90 regulären Minuten.